Ja, hallo liebe Leute. Es ist Sonntag, es wird Zeit für eine Runde Fliegen mit dem Flugsimulator. Heute mal was Neues. Ich habe gerade diese Erweiterung gekauft, die Superstorm Erweiterung, wo man verschiedene Hurricane Szenarien nachspielen kann. Das fand ich sehr witzig. Da hatte ich auf YouTube auch Videos gesehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich den mal hier aktiviert. STM Supercell und Orlando. Und ich mache das jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet. Auf den Videos, die ich gesehen habe, sah das wirklich brutal aus. Und ich dachte mir, das ist perfekt, um einmal von Havanna nach Miami zu fliegen mit der A319 als IFR. Und ich bin total gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier gleich das Flugzeug auseinanderbricht oder. Also Miami liegt hier und Orlando liegt ein bisschen weiter nördlich. Ein Stück weiter höher. Also ich bin sehr gespannt. Und wir starten jetzt einfach mal. Und mal gucken, was uns erwartet. Ob das jetzt gleich wirklich von der ersten Sekunde an brutales Wetter ist, ob man das schon sieht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also die Erweiterung hat irgendwie 14 Euro, glaube ich, gekostet oder 15 Euro. Und ich dachte, ich gönne mir das einfach mal. Ist ja auch bald Weihnachten. Da kann man sich auch mal ein paar Geschenke machen. Okay, im Augenblick sieht eigentlich alles hier noch total normal aus. Staune ich ein bisschen. Obwohl, nee, Wind gibt es ordentlich. Das sieht man da schon ganz gut. Okay, ich guck mal ganz kurz, was für eine Höhe wir bekommen haben. Aha. 9000, okay. Ja, 9000 Fuß klingt nach einer Einladung, die ich sofort annehme. Und wir machen noch einmal Seatbelts. Non-smoking. Lichter sind alle schon an. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, gefällt mir. Landescheinwerfer. Wir wollen ja auch, dass wir gesehen werden. Das heißt ja sehen und gesehen werden. Und wir haben eine Klappe drin. Hervorragend. Es geht los. Wir schieben jetzt richtig schön Gas rein. Hier ist das Bremschen. Ich den Kopfhörer noch mal ein bisschen. Drückt ein bisschen am Öhrchen. So. Im Augenblick ist der Himmel eigentlich ganz schön hier ohne Bewölkung und so. Sobald wir gestartet sind, werde ich das nochmal checken. Wir sind auf 219 Fuß. Das heißt, bei 1200 werde ich ungefähr den Autopiloten einschalten. So, wir können schon mal soft abheben. Yes. Mit 10% steigen. Gut, Fahrwerk rein. Press rein. Es schaukelt schon heftig. Okay, ich mache den Autopiloten rein. Gehe mal schnell auf Client-Modus. Der Wind ist schon mal sehr, 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 sehr beeindruckend. Okay. Aber ich glaube, das ist ein Scheißtrick gegenüber das, was uns jetzt noch erwarten wird. Okay, wir steigen erstmal auf. Oh, alter Schwede. Wir steigen erstmal auf 9000 Fuß. Ich muss direkt mal gucken, wie es den Leuten hinten geht. Das fliegt ja jetzt erstmal alleine. Gucken, wie die ausschauen. Alles okay? Ein bisschen geil. Der Standardblick. Ja, also ich dachte, ich bin der Captain. Sie müssen sich im Prinzip keine Sorgen machen. Wir haben alles im Griff. Es schaukelt so ein bisschen, aber es liegt auch daran, weil wir jetzt direkt auf den Hurricane zufliegen. Und falls Sie nochmal mit jemandem telefonieren möchten, nochmal vielleicht
Tschüss sagen oder jemand nochmal sagen. Haben Sie noch jemanden, den Sie vielleicht anrufen möchten? Hallo? Ja? Oder haben Sie noch Wünsche? Vielleicht mit jemandem noch Frieden schließen, wo es Streit gab oder so? Nee, okay. Na gut, ich werde mal wieder vorne gucken gehen. Ist ja, hier ist ja alles im Griff soweit. Ja. Ich würde vorschlagen, ich würde nicht zu früh das Essen austeilen, weil nicht das ist irgendwie schwer verdaulich heute ist. Na gut. Also, wir sind auf Kurs. Wir fliegen jetzt zu auf, sind ja noch über Hawaii, würde ich sagen, über Kuba. Und wir fliegen dann eigentlich in Richtung Hurricane. Ja, ich guck mal ganz kurz das Wetter hier, ob das richtig aktiviert wurde. Wie gesagt, ich mache das zum allerersten Mal. Okay, Blitze 100% sieht schon mal gut aus. Es gibt hier keine wirklichen... Ah, doch, hier steht's. Hier, STM Supercell Orlando bei KMCO, das ist der Flughafen. Ja, da sind wir noch ein bisschen entfernt, aber wir gucken, wir tasten uns ran. Wir tasten uns langsam ran. Ja, ansonsten, ich gehe mal in die Außenansicht. Das sieht total okay aus. Das sieht total entspannt aus, bis auf dass es echt schaukelt. Aber es sind keine Wolken zu sehen und nix. Und hier sehen wir, wir haben Wind von vorne links mit teilweise 60 Knoten. Das ist schon ganz ordentlich. Normal sagt man 6 oder 12 Knoten. Genau, wir steigen jetzt erstmal auf 21.000. Bin ich dabei. So, komm, gib alles. Da können wir auch gleich ein bisschen schneller fliegen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie lang die Flugzeit ist. Ich kann mir vorstellen, das ist eine Stunde. Oh, und die Lande wird sehr spannend, weil wir dann schon richtig schön im Wind stehen. Also der nächste Wegpunkt ist 10 Meilen entfernt. Ja, dann muss es ja irgendwann mal Richtung Norden gehen. Das links von uns. Da kommt auch der Wind her. Das passt also. Naja, schauen wir mal. Im Augenblick ist es noch relativ entspannt, finde ich. Gott, wir steigen gar nicht. Ja, Entschuldigung. Hat es natürlich recht. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. So. Entschuldigung. Was ist denn jetzt? Oh, jetzt geht's zur Sache. Ja, mit 500 will er steigen. Lass ich ihn mal machen. Ich würde auch ein bisschen mehr Speed machen, sobald wir über 10.000 sind. So auf 320 Knoten. Mal gucken, ob wir das wahrscheinlich von alleine machen. Geht erst mal auf 250. So, was sagt der Wind? 46 Knoten, 50 Knoten. Ist schon ein bisschen unterschiedlich. Teilweise bis zu 67 waren gerade. Ist auch fies, der kommt jetzt von der Seite. Ne? Das ist natürlich jetzt wirklich gemein. Wenn er von vorne kommt, ist es ein bisschen besser. Aber er wird tendenziell stärker. Ich wundere mich nur, dass man keine Wolken sieht. Ne? Also normalerweise müsste man noch richtig so Sturmwolken sehen und. Naja, schauen wir mal. So, wir drehen nach Norden weg. Das passt. Ja, genau, ich spiele das hier auf der Xbox. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant. Auf der Xbox Series X mit einem ganz normalen, stinknormalen Controller, mit diesem Series Elite 2 Controller. Und das ist der A319, den habe ich den gekauft. Ich glaube, den habe ich gekauft. Der ist nicht standardmäßig mit enthalten. Der ist wirklich schön, ist ein bisschen kleiner als der A320. Ich glaube, 6 oder 7 Meter kleiner.
Wurde als Alternative mal in den 90ern, glaube ich, von Airbus gebaut. Gibt es zum Beispiel als Regierungsmaschine auch oder für Firmen. Deswegen ist er ein bisschen kleiner. Und einer der wenigen Flugzeuge, der auch auf der Konsole Publikum hinten drin hat. Können wir mal gucken gehen. Es sind irgendwann immer die gleichen Figuren. Mal gucken. Mal kurz mal merken. Ich glaube, der saß vorne schon mal. So sehe ich ungefähr aus. Ja, Taschen. Könnte es mein Bruder sein. Hast du mal, wo dein Vater war, der mal in Berlin vor 50, nee, na gut. Ja, genau, die zwei haben angestrecktes Unterhaltungsthema. Ich glaube, es geht um The Crown, die Serie, die ja sehr umstritten gerade ist. Genau, da kann man nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Ah, er hier. Schaut mal, da ist er wieder. Bruder! Was machst du? Okay. Na gut. Weil er ist relativ häufig vertreten hier. Wegen Sprengstoffgürtel oder so. Nicht, dass hier irgendwie. Was macht er denn mit seiner Hand? Na gut, ansonsten sehr sympathisch. Es sind immer die gleichen, ne? Es sind, glaube ich, so 10. Ich sag gleich nochmal. Mein Freund, du hast Zwillinge. Oder Drillinge oder Vierlinge. Eine Menge. Aber das sieht mir sehr nach Streik aus. Das ist garantiert hier so zwei Gewerkschaftsmitglieder. Die unterhalten sich gerade für bessere Arbeitsbedingungen. Ich gehe mal kurz mal. Hier ist gerade schlecht. Ist gerade frei. Ich hoffe. So. Ach, im Spiegel kann man sich gar nicht sehen. Naja. Blättchen. Ah, ich muss kurz mal ausruhen hier. Ist schon eine schöne Reihe, das Fliegen. Vielleicht nur eine rauchen. Den Rauchmelder. Kurz mal, wenn man so 2 Minuten für sich haben will, ist das eigentlich der einzige Ort, wo man mal ein bisschen ausspannen kann. So, gut. Krawatte richten, Hände waschen und. Dachchen. Na, alles okay hier? Wie gefällt es Ihnen bei uns an Bord? Gibt es irgendwelche Fragen? Hallo? Okay. Kein Problem. Die Frisur ist ja sowas. Das ist total out, das muss man ihm sagen. Ey, Bruder. Also, das hier mit. Weißt du, vor 5, 6 Jahren konnte man das noch eventuell anbieten, aber jetzt. Es ist wirklich ein bisschen außer Mode gekommen. Und jetzt schau doch nicht weg. Ich versuche dir jetzt einfach nur zu helfen. Ich bin auf deiner Seite. Okay. Ja. Ansonsten in diesen Sekunden beginnt also die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das erste Spiel. Ich glaube Honduras gegen Katar. Und ich bin eigentlich Fußballfan. Aber mir ist es scheißegal. Ich gucke hier lieber. Was hier los ist, Cruise und aha, oh, warte mal, jetzt wird die Maschine langsamer, ich muss kurz mal gucken. Hier ist ja sonst niemand, man muss ja alles alleine machen, ja. Es gibt da keine Geld mehr für Co-Piloten oder so, kannst du alles vergessen. So, ich gucke nochmal nach dem Wind. Also im Augenblick sieht alles doch normal aus, der Wind ist okay. Nächste, gehen wir auf 22.000, machen wir. Ich denn ja, Mensch, ganz durcheinander. So, nein, nicht 23, 22. Herrschaftszeiten. Muss man mal ein bisschen Öl ran tippen. So, doppeldrücken. Und dann geht's auf 22.000. Oh, es ist wirklich nichts zu sehen, ne? Naja, doch. Geringfügig. Ich sag mal, geringfügig sieht man das Schaukel ein bisschen. Aber ist alles noch okay. Wir haben auch nicht wirklich Angst, wir haben keine Todesangst. Also, wir haben großes Vertrauen in die Ingenieurskunst bei den, von den Damen und Herren von Airbus. Und Fehler durch Co-Pilot ist auch ausgeschlossen, weil ist ja niemand da. Oh.
jetzt mach doch nicht so einen Stress. Wir sind doch dabei. Steigt er denn nicht? Menschliches Versagen. So, jetzt, komm. Ja, nächste. Können wir schon mal die Frequenz vergleichen von dem Sender, vom ILS, wo wir landen? Als Center 1170 war richtig, on 1 ILS 30, dann immer 30, ist richtig, ist alles schon herrlich eingetragen. Im Prinzip könnte ich jetzt auch ein kleines Nickerchen machen, wenn es nicht so schaukeln würde. Was haben wir jetzt für einen Wind? 63, zwischen 45 und 60 Knoten, aber schön von vorne. Ah, ist alles okay. Alles kein Problem. Der nächste Wegpunkt ist schon 36 Meilen entfernt, also gar nicht so weit. Es wäre schön, wenn der Flug nicht 3 Stunden dauert. Dann muss man tatsächlich nachher nochmal einen zweiten Flug machen, direkt nach Orlando, in das Herz, in das Auge des Sturms sozusagen. Aber ich glaube, das wird jetzt auch schon lustig. So, Käffchen wäre nicht schlecht. Ich werde mal fragen. Uschi, ich habe eine Frage. Wäre es möglich, dass ihr vielleicht noch mal für mich so einen schönen Kaffee vorbereiten könnt, ohne Milch und Zucker? Ja, ist okay. Übrigens, deine Augenbrauen stehen hier noch mitten in der Luft. Ich kriege jetzt hier Angst. Also sollte man ihr vielleicht nicht sagen. Man sollte ja doch taktvoll sein als Pilot gegenüber dem Personal, aber dass ihre Augenbrauen und ihre Gesichtssilhouette teilweise dann auch. Nee, ist alles okay. Aber nicht, dass irgendwie hier schwindelig wird. Ja. Und du sollst dich nicht immer so anstrengen. Ja? Du musst ein bisschen mehr relaxen. Also nicht, dass du jetzt hier die ganze Zeit schuftest und kannst dich auch mal ausruhen. Bleib doch einfach mal so ein paar Minuten so stehen und mach einfach nichts. Tief durchatmen einmal. Genau, ganz kurz mal nach dem Namen schauen. Nicht schlimm, ist vielleicht eine neue Kollegin. Tachchen nochmal. Also ich fliege jetzt noch nicht so lange, wollte ich Ihnen sagen. Aber ich habe den Eindruck, wir haben es im Griff. Also falls Sie irgendwelche Fragen haben. Das ist ein Flugzeug und wir sind gestartet und landen dann. Mehr kann ich Ihnen im Prinzip auch noch nicht sagen. Ansonsten beim Absturz bekommen Sie natürlich Ihr Geld zurück. Das ist richtig. Ist kein Problem. Müssen Sie nur Ihre Kontonummer dann ausgeben, also angeben nach dem Absturz und ja. Ihnen habe ich generell ein gutes Gefühl. Ich habe nur ein bisschen Angst wegen der Hand, weil irgendwie. Sie damit mal beim Arzt gewesen, weil also sieht schon so aus, als wenn man da vielleicht noch was machen kann. Vielleicht mit Salbe oder Tabletten, ja? Das könnte helfen. Aber ich will jetzt nicht auch nicht zu nahe treten, denn ja, Selbstgespräche sind eine gute Eigenschaft, also muss man sich jetzt keine Sorgen machen oder es wird alles besser. Ne? Und so der Todes fürchtige Erfahrungen zu machen, ist auch mal gut, erweitert den Horizont. Und naja, hallo, ich bin verheiratet, komm. Immer positiv bleiben. So, ja, das Hemd gefällt mir. Das könnte, ich habe sowas sehr ähnliches, nur mit langen Ärmeln, aber das mit dem T-Shirts drunter und kurzärmlich. Weißt du, ein bisschen 90er, also ein bisschen Grunge. Ja, wenn man so Nirvana oder Soundgarden gehört hat, dann hat man so eine Klamotten getragen, hatte damals noch ein bisschen weniger Bauch. Aber prinzipiell ist es immer noch ein guter Style, kannst du machen, mein Freund.
Auch den Bart so spitz nach vorne zu laufen, sieht sehr gut aus. Die Frisur, ja, du, meine, ist ja noch ein bisschen was da. Also ich muss ja sagen, das finde ich sehr geschmackvoll. Kann ich dir jetzt eigentlich nur ein Kompliment aussprechen, ja? Ja. Gut. Jetzt auch keine Unruhe hier irgendwie erzeugen. Ich gehe mal wieder auf meinen Arbeitsplatz, ne? Du entspannst hier schön, ne? Du weißt Bescheid, 2 Löffel Zucker und ein bisschen Milch. Ja? Also nur, wenn ihr es einrichten könnt, wenn nicht. So, guck mal. Ja, im Prinzip schaukelt es. Aber es sind keine Wolken zu sehen. Und das kenne ich doch eigentlich beim Hurricane anders. Naja. Ich habe auch nichts gefunden, wo man da was einstellen kann oder so. Ah, sehr schön. Da haben wir schon mal. Also, der Flughafen ist noch entfernt, 120 Meilen. Wir fliegen 280. Ich werde mal ein bisschen aufs Gas drücken, also ein bisschen schneller fliegen. Bis 320 können wir schon gehen. Sprit bezahlt die Firma. Komm. Ist doch egal, wir wollen nach Hause. Wir wollen vor dem Sturm zu Hause sein. Und den Nachrichten uns den Sturm mal angucken. Also ich würde mal sagen, eine gute halbe Stunde, dann sind wir bei der Landung. Ja. Sieht alles gut aus. Aber jetzt ist jetzt schon ein bisschen höher. Würde ich sagen, so ein bisschen höher. Ja, das machen wir. Dachchen. 124.7 for Heat Tree 19er. Miami Center, Heat Tree 19er, flight level 220. Heat Tree 19er, Miami Center, continue as the waypoint pick fix as planned. Ja. Ach komm, wir gehen mal auf 340. Schneller sind wir zu Hause. Ich bin mit der Landung jetzt ein bisschen gespannt. Dürfte ja per ILS ganz gut funktionieren, aber ob wir da wirklich die Landebahn treffen und. Ja, das wird spannend. Aber ich glaube, wir kriegen eine gute Google-Bewertung von den Fluggästen, die sind alle gut drauf und machen alle einen guten Eindruck. Ich gehe nochmal nach hinten. Da sitzen ja meistens auch noch Menschen, die mal sich freuen, wenn sie ja, sich so ein bisschen austauschen können. Und ja, gibt ja auch so Fragen, die man beantworten kann. Mensch, setzt doch euch hier ein bisschen verteilt euch doch. Das ist doch, ihr müsst doch nicht zu dritt hier. Guck mal, hier vorne ist doch zum Beispiel noch. Also junge Frau, wenn Sie möchten, Sie können gerne einmal aufrücken und hier vorne. Ja, also ich habe da nichts gegen. Das ist Ihre Entscheidung. Wir respektieren Sie. Der König ist Gast. Der Gast ist König, so. Passagier. Ja, ich weiß. Hier geht es wieder um Gehaltserhöhung. Arbeitszeit ist scheiße, richtig. Außerdem das Essen ist schlecht und die und auch wieder. Ja, ja. Ich meine, ihr müsst beide ein bisschen aufpassen, dass ihr euch echt nicht kaputt rackert. Ja. Genau, guckt mal auf die Uhr. Also man macht immer guten Eindruck. Ja, guck mal hier kurz mal. Das ist auch nicht schlecht. Zerputzen vielleicht mal, junge Frau. Nee? Na gut. Ihr macht euren Job, ich mach meinen. Hier kurz mal schauen, ist auch frei. Ist okay. Ja. Weitermachen.
Dann Uschi, vergiss den Kaffee nicht, ne? Das wäre nett. Und dabei da. Dann brauche ich den Kaffee auch nicht mehr. So. Was haben wir noch? 80 Meilen, 90 Meilen. Lass es 100 sein. Bei 22.000 und im Verhältnis von 1 zu 3 sollten wir bei, naja, 60 Meilen vom Flughafen spätestens anfangen zu sinken, wenn es gemütlich sein soll. Ja, vielleicht kann man hier noch Optionen einstellen. Lass uns mal gucken. Ich glaube, hier kann man nur raufklicken, oder? Passiert da noch was? Nee, das wollen wir alles so lassen. Niederschläge, ja. Schneetiefe, Blitze, aber ich sehe gar keine Blitze, jedenfalls noch nicht. Temperatur 59 Grad Fahrenheit. Was ist denn das? Fast 0 Grad, ja, oder so? Celsius. Hier sind die Windschichten. Ja. Luftfeuchtigkeit ist sehr gering. 0. Sagt unser geschultes Auge. Ich habe keine Ahnung. Ah, da ist schon die Küste von Florida schon. Alles. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wirklich keine Wolken zu sehen sind. Muss man da vielleicht genau den Tag treffen, wie der Hurricane dann damals war, dass man sich das im Kalender raussucht? Das wäre nicht so geil. Ich dachte, man klickt es an und hat da gleich jedes Erlebnis. Ja. Wenn es jetzt so bleibt, wäre es okay, aber dazu hätte ich mir diese App nicht kaufen müssen. Da hätte ich auch den Wind und die Blitze einstellen können und zumal wirklich null Wolken sind. Null! Ich glaube, ich werde gleich nochmal ein zweites Video machen und dann wirklich in Orlando starten oder landen. Das teste ich mal vorher. Weil ich habe wirklich das Ding gerade gekauft für 10 Minuten und dachte, ich mache sofort ein Video. Ich war ganz aufgeregt. Aber ja, ist jetzt nicht so überzeugend. Über 0,8 macht, ne? 0,76 ist doch gut. Das hat sich bestimmt verrechnet. So, Genas. Wie sieht's aus hier? Wir gehen mal auf ein anderes Radar. Raster. Rastafari. Und wir gucken mal, ob es hier ein TOD gibt. Ist schon noch ein bisschen Zeit. Also bis diese, ach nee, bis hier sind es 75 Meilen und 73 Meilen noch. Wenn wir hier oben finden, C, W, E, A, D, das ist der Kumpel hier, der weiß es. Ja, und ich glaube, Diesel ist, glaube ich, das, was bei anderen Navigationssystemen das Top of Descent ist, wo man anfängt, den Sinkflug einzuleiten. Ja, das würde auch passen. Oder wäre das ein bisschen kurz? Ah, wir lassen uns überraschen. Im Augenblick kann man ordentlich einen Groundspeed mit 411. Das ist wirklich echt ganz ordentlich. Obwohl wir fett Gegenwind haben. Naja, gut. Alter, das ist echt. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, dass es so heftig schüttelt. Aber ich vermisse die Wolken, Mann. Vielleicht besuche ich auch mal die Webseite von dem Hersteller und gucke mal, ob es da vielleicht eine Beschreibung gibt, was man auf der Konsole da einstellen muss. Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Computer anders ist als auf dem PC. Miami Center, Heat
E319er, Flight Level 220. E319er Miami Center, continue as a wet pump to CWEAD as planned. Plantation key. Alright. Florida ist schon schön. Gute Musikszene. Viele Death Metal Bands kommen aus Florida. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Und hast du immer schönes Wetter, ältere Leute. Du hast, glaube ich, unglaublich viele Sonnenstunden. Und regelmäßig einen schönen Hurricane. Mein Gott, wenn im Fernsehen nichts ist, guckst du aus dem Fenster, hast du Hurricane. Also ich finde, das ist eine Menge, was einem da geboten wird. Man darf das nicht unterschätzen. Es ist einfach, ja, überragend. Das. Wo sind die Wolken geblieben? Schön, man sieht unten links, ich habe ja hier den Speed eingeblendet, man sieht ganz schön, wie der Speed auch variiert durch den Wind halt, ne? So, wir gucken nochmal aufs Radar. Da ist man immer klüger. Ich habe ja gesagt, ca. 60 Meilen vom Flughafen sollten wir bei einer Höhe von 22.000 ungefähr anfangen zu sinken. Jetzt sind das hier ungefähr 50 Meilen. Das kommt ja noch dazu, das sind nochmal 10. Schau mal, da haben wir die 15.000 bekommen. Man muss einfach nur einmal schimpfen und dann geht's los. Das heißt aber auch, wir müssen den manuellen Speed rausnehmen, sonst sind wir nämlich zu schnell beim Sinken. Das überlassen wir jetzt mal dem Airbus selber das zu berechnen. Wir sind noch nicht wirklich. Immer Doppelklick. Jetzt geht's ab. Und mal gucken. Unten rechts seht ihr den Vertical Speed. Das heißt, wie viel Meilen pro Minute sinken wir? Fuß. Entschuldigung. Im Augenblick also 1300 Fuß pro Minute sinken wir. Das ist ganz gemütlich und ist auch so für die Senioren hinten als Passagiere angenehm. Ja, schön. So ein bisschen romantisch, ne? Schauen wir schon mal S einschalten, ob wir das Signal vom Locator schon empfangen. Nö. Ist ja auch noch ein Stück hin. Klasse. Aber wie gesagt, nicht eine Wolke. Ich fahre auch sehr Geld zurück, wenn man jetzt da hinschreibt und sagt, ich fand, das ist nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Kriegt man das dann zurück? Nee, ich glaube nicht. Weil das Ding hatte auch wirklich gute Kritiken, also gute Bewertungspunkte. Hätte das jetzt irgendwie nur einen Punkt gehabt, dann hätte ich gesagt, glaube ich mir nicht. Aber es waren, glaube ich, 4 von 5 oder so. Und das ist schon gut. Also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dann ist es so, dass die Situation sich seit dem Start nicht verändert hat. Es ist Wind aus nördlicher Richtung, so aus 045, 050, also grob Nord, der auch ungefähr immer gleich bleibt, immer so zwischen 45 und 60 Knoten. Aber es hat sich nicht wirklich irgendwas verändert, dass es jetzt irgendwie schlimmer geworden ist oder dass man Blitze sieht oder dass man Wolken sieht. Nichts.
Und das finde ich jetzt gerade ein bisschen frustrierend, weil das waren 15 Euro. Das ist eine ziemlich große Pizza. Oder Pasta. Keine Ahnung. So, wir sind gleich auf 15. Noch ein bisschen. Mittlerweile sinken wir auch mit 2000. 2100, ja. Ocean Reef Club, das klingt exklusiv. Das klingt genau, als wenn es was für mich wäre. Ah, ich fahre heute Abend zum Ocean Reef Club. Ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich habe da noch was zu erledigen. Weißt du, ein bisschen abhängen mit den Jungs und ein paar Zigarren rauchen und ein bisschen gucken. Den Hurricane einfach genießen, wenn er kommt. Oh. Es geht gut da. Mhm. Hier mal schon mal hier den Geschwindigkeitseinheiten wieder umschalten. Von Mach auf Speed. Dankeschön. Jetzt wollen Sie es wissen. Jetzt auf einmal. Ja? Tja. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die unteren Luftschichten auch richtig schön. Bei 3000 geht es nochmal schön zur Sache. Ah nee, das sind Wolkenschichten. Wie sind das gemeint? Unterschiedliche Bodenhöhe, Windschicht, High. Aha. Ich habe keine Ahnung. Das sind die Wolkenschichten, genau. Aber wir haben ja nichts gesehen. Also nicht eine. Orlando ist nördlich von hier, also so in die Richtung. Und da müsste doch jetzt eigentlich, wenn jetzt da eine Superzelle ist, müsste doch hier auch schon Weltuntergang sein. Verstehe ich nicht. Da muss man die Xbox neu starten? Irgendwie so ein Quatsch. Also... Ja. Gut, wir gehen nochmal aufs Radar und gehen nochmal in eine andere Auflösung, vielleicht 20 Meilen. Na gut, bleiben wir bei 40 Meilen. Das heißt, wir fliegen 20 Meilen geradeaus und dann 20 Meilen nach links circa. Ja, das passt alles. Also von der Höhe passt es gut. Ich habe das nicht geguckt, wie hoch Miami liegt, aber ich kann mir vorstellen, es liegt ungefähr ein bisschen höher als das Wasser hier. Also vielleicht 200 Fuß oder so. Also werden wir sind jetzt bei 11.000 Fuß, wahrscheinlich auf den Flughafen zufliegen mit 4.000 oder 3.000 Fuß Höhe. Das sollte dann gut passen. Going to 125.75 Heat Tree 19er. Miami Approach Heat Tree 19er is at 10,700 feet, descending 7,000 feet. Heat Tree 19er Miami Approach Altimeter 29.92 continue as a wake pump to CWEAD as planned. Ganz ehrlich, mit dem Höhenmesser mit 2,92 bei einem Hurricane, das kann auch nicht sein. Da ist doch ein ganz anderer Luftdruck, weil das Wetter doch komplett verrückt spielt. Also das finde ich jetzt, ich fange jetzt an, ein bisschen kritisch zu werden. Das finde ich nicht so cool, weil 2,92, also 29,92 ist der normale Standardluftdruck, den du überall hast, wenn du kein Wetter einstellst. Und normalerweise, wenn Gewitter ist oder Regen oder Schnee, dann ändert der sich teilweise schon recht erheblich. Kann auf 30, 12 gehen oder auf 28, bla.
Aber dass der jetzt hier gleich bleibt, obwohl die jetzt eingestellt haben, dass hier eine Superzelle in der Nähe ist, das passt nicht. Nein, da muss ich jetzt langsam kritisch werden. Damit sind wir nicht einverstanden. Das haben wir so nicht bestellt. Es geht nochmal zurück in die Küche. Dann machen Sie die Kapern bitte weg. Und machen neu. Das macht trotzdem Spaß. So. Da haben wir schon das Signal vom ILS. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Runway 30. Richtig, die haben wir gewählt. Weil vorhin der Wind da aus der Richtung kam, wo ich dachte, das passt schön. Wir sind noch ein bisschen hoch, das ist auch richtig. Und sobald wir hier die Linkskurve gemacht haben, schalten wir den Approach-Modus ein. Sollten dann eigentlich den Glide-Slope erwischen und dann wird es spannend. Weil bei dem Wind, der kommt ja dann von rechts, wenn wir nach links abbiegen, ne? Der kommt ja aus Nord, wir fliegen dann Richtung Westen. Es wird spannend. Das wird wirklich spannend. Ah ja. Schauen wir mal. Eine Wolke nix. Das ist komisch, doch. Der Wind jetzt gerade stärker, kann es sein? Nicht wirklich. Es kommt einem nur so ein bisschen vor, weil wir ein bisschen langsamer fliegen jetzt. Da ist der Effekt vielleicht ein bisschen größer. Wir schauen uns jetzt nochmal eine Außendarstellung an. Geringfügig. Ganz leicht. Das merkt man fast gar nicht. So, bei 7000 sind wir angekommen. Kriegen wir bestimmt gleich noch ein bisschen weniger. Gehen wir auf 20 Meilen Radar, was da? Badam, badam, bam, bam, bam. Na, die werden sich schon melden. Ja, die Triebwerke, die versuchen jetzt also 216 Knoten zu halten. Das heißt, bei dem Wind müssen sie mal beschleunigen, mal wieder in Standby gehen und deswegen ackern die jetzt die ganze Zeit. Schalten sich zu, schalten sich ab, schalten sich zu, weil sie versuchen. Also weil das System versucht, die 216 Knoten zu halten. Das ist auf den Sonntag. Also 7000 ist ein bisschen viel für den Anflug auf den Flughafen. Okay, ich schalte mal Approach ein, weil wir jetzt langsam uns zum Flughafen drehen. Mal gucken, was er sagt. Normalerweise müsste jetzt hier der Diamant von dem ILS erscheinen und uns anzeigen, ob wir über oder unter dem empfohlenen
große Tür sind. Also groß ist das hier unten. Es wird gleich ein bisschen ausgeglichen, das passt schon. Ah, wir sind zu hoch, siehst du? Weil das Ding ist unter uns. Aber er hat den Glide Slope schon aktiviert. Das ist interessant. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. In meinem ganzen Leben, dass bei 7000 Fuß der Glide Slope aktiviert wird. Das habe ich noch nicht gehabt. Das ist krass. Also wir kriegen jetzt schon bereits das Signal von ILS und verringern jetzt schon gerade unsere Höhe. Das heißt, wir machen die Bene raus, also Fahrwerk raus. Die Landebahn in Miami war normal lang, das heißt, wir können mit Autobrakes low landen. Die war jetzt nicht besonders kurz. Und jetzt ist der Wind komplett weg. Das ist ja total bescheuert. Okay, also wir merken ihn nicht mehr. Dann machen wir noch eine Klappe rein. Gibt es wahrscheinlich noch mal kurz für ein paar Sekunden Overspeed-Warnung. Da ist er. Gleich weg. Also ich habe die Klappe ein bisschen früher reingemacht, das ist schon richtig. Miami Tower Heat Tree 19er 14 miles southeast inbound ILS runway tree 0 approach. Heat Tree 19er Miami Tower. Altimeter 29er decimal niner 2 wind 022 at 25. Was haben wir? Wir haben das Fahrwerk draußen, wir haben Autobrake eingestellt, wir haben schon eine Klappe drin, wir haben eine relativ gute Geschwindigkeit. Wir haben Landefreigabe und wir haben kräftigen Wind von rechts, Entschuldigung, mit fast 50 Knoten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nicht viel langsamer landen können, weil wir so kräftigen Wind haben. Und ansonsten ist hier das gut zu sehen, das kann man ja vielleicht mal kurz erklären. Wenn das jetzt hier auf der Mitte ist, dann ist die Höhe gut, die wir gerade haben. Wenn das hier in der Mitte ist, ist der Kurs gut. Und wenn hier oben GS steht, dann haben wir jetzt schon den Glide Slope. Und vom Locator, genau, vom ILS Locator. Und hier steht, dass die Triebwerke sich immer abschalten. Speed heißt, sie beschleunigen. Idle heißt, dass sie im Standby-Modus sind, wie jetzt zum Beispiel. Und ja, das machen die jetzt. Und das, ach, das sieht ja geil aus. Das wusste ich gar nicht, dass das jetzt hier so ein Anflug ist. Ich muss noch eine Klappe reinmachen. Ich bin jetzt echt gespannt, ob er nicht. Gespannt, ob er noch langsamer werden kann. Oder ob er das nicht macht, weil der Wind zu stark ist von der Seite. Es gibt Situationen, da kannst du nicht langsam landen. Wir kriegen wieder Overspeed. Das liegt daran, weil die Klappe drin ist, die zweite. Das ist spannend. Alter Falter. Das ist schon heftig, ey. Ich würde mich jetzt gar nicht trauen, noch eine Klappe reinzumachen. Das heißt, wir machen doch Autobrakes Medium, weil wir doch mit relativ viel Geschwindigkeit reinkommen. Und beten zum lieben Gott. Das müsste unsere Runway sein hier. Juhu. Ja, ich werde also fast nicht manuell landen. Ich werde hier gar nicht eingreifen. Weil ich den Autopilot abschalte, muss ich das alles selber mit der Hand korrigieren. Ich werde Teufel tun. Also eigentlich bei 200 Fuß Höhe müsste man das eigentlich machen. Pima Paddelboot. Mach ich nicht. Ich weigere mich. Versuchen wir noch eine Klappe. Haben wir gehört. 300.
Alter Falter. 200. Der landet neben der Landebahn, oder? Okay, ich mach's doch manuell. 100. Schub komplett raus. 60. 50. Und Umkehrschuh. Die Landung war heftig gewesen. Und ich glaube, hätte ich nicht manuell eingegriffen, hätte er komplett neben der Landebahn gelandet. Das ist nicht so schön. Und für die Umstände war jetzt die Landung gar nicht so schlecht. Also ich bin eh nicht so der Landeking. Ich würde jetzt das lügen. Und beim Landen jetzt beim manuellen Landen nicht so gut. Aber ich fand es jetzt gar nicht so kacke. Dafür, dass es echt viel Wind war, war es sogar fast okay. Und ich werde jetzt nach dem Video recherchieren, warum wir keine Wolken gesehen haben. Und werde dann direkt von, wo ist das? Also direkt im Zentrum vom Sturm werde ich mir versuchen, da einen Flughafen auszusuchen, wo man dann startet. Das ist ein bisschen schade. Also der Wind und so, das war fun. Aber wie gesagt, wenn man keine Wolken sieht und der Himmel eher so ist, da hätte ich mir diese App nicht gekauft. Aber ich habe das bei YouTube-Videos gesehen, dass das richtig geil auch aussieht mit fetten Wolken und so. Und ich muss jetzt erstmal irgendwie lernen, wie man das einstellt. Oder programmiert, keine Ahnung. Aber ich habe da nichts gefunden. Jetzt irgendwie, dass man irgendwie rausklickt, irgendwas. Und ja, ich gucke mir das gleich nochmal an. Wie weit müssen wir jetzt hier noch wollen? Okay, da drüben geht's hin. Das ist okay. Sonst eine schöne Strecke von Havanna nach Miami. Was war das jetzt gewesen? Der Stream läuft jetzt. Kurz mal gucken. Jetzt gar nicht angezeigt. Komisch. Ich gucke gerade mal aufs Handy. Was war das jetzt? Eine Stunde, ne? Vielleicht? Das ist eine coole Strecke zu fliegen. Müssen wir Schub geben jetzt hier? Was? 50% Engine zum Rollen? So viel. Ich soll mich da hinstellen, wo schon einer steht. Ja, ist klar. Good job. Nee. Ist hier noch was anderes frei? Komm, gehen wir hier hin. Scheiß drauf. Freies Land. Boah. Es hat schon Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich habe es jetzt glaube ich 30 Mal gesagt, deswegen sage ich es noch ein 31. Mal. Ich habe Wolken vermisst. Und das will ich jetzt gleich recherchieren, was da das Problem ist oder beziehungsweise was da die Option ist. Die Herrschaften dürfen gerne aufstehen. Miami Tower, Tampa 4041 ready for departure runway 8 right IFR to Sierra Papa Juliet Charlie. Gott, die ist ja alles anders, oder? Tampa 4041 Altimeter 29er Decimal Niner 2 Wind 022 at 25. Ah, 47 Minuten, dankeschön. Dann machen wir nochmal hier externe Power an. Und wir gehen mal in die Außenansicht. Und fordern nochmal so ein paar Kleinigkeiten an. Generic Oscar, Kilo Charlie 90
Bodendienste. So, wir wollen Treibstoff versorgen. Ground Heat Tree 19er, could you please send a fuel truck? Heat Tree 19er, a fuel truck is on the road. Wir wollen Jetway. Ground Heat Tree 19er, could you please connect the Jetway to the aircraft? Heat Tree 19er, the Jetway is going to be connected. Kommt da. Wir wollen Gepäck Service. Ground Heat Tree 19er, could you please send the baggage? Heat Tree 19er, we don't know where the baggage is. Ach. Sie haben keine Ahnung, wo das Gepäck ist. Na gut. Could you please send the catering truck? Heat 319er, we can't send your catering truck. Please retry later. Das gibt's doch nicht. Obwohl, da ist er doch, der Catering Truck. Ist gerade gekommen, hier. Na gut. Also, dann würde ich mich jetzt mal wieder verabschieden. Alles Wichtige ist gesagt. Ich untersuche jetzt gleich nochmal, wie das sein kann, dass man keine Wolken sieht. Und mache dann gleich nochmal eine halbe Stunde, Stunde nochmal ein Video. Und dann volle Granate. Geht's zur Sache. Ich lasse das Bild hier nochmal ein bisschen stehen. Und dann danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitfiebern. Und bis später.